Lärm ist ein Problem an vielen Arbeitsplätzen. Sind Geräusche so laut, dass eine normale Unterhaltung nicht mehr möglich ist, überschreiten sie die Grenze von 85 Dezibel. Dann ist es notwendig, sein Gehör zu schützen. Was geschieht, wenn wir Lärm ausgesetzt sind? Im Innern des Ohres liegt das eigentliche Hörorgan. Es enthält die hochempfindlichen Zellen, die den Schall in Nervenimpulse umwandeln. Nach kurzfristigem Lärm können Sie sich noch erholen. Werden Sie aber immer wieder über längere Zeit großem Lärm ausgesetzt, dann sterben Sie ab und bleiben für immer zerstört. Ich arbeite seit 30 Jahren im Lärm und habe mir dabei eine Lärmschwerhörigkeit zugezogen. Das beeinträchtigt mich doch im täglichen Leben sehr. Beim Telefonieren kann man die Leute nicht verstehen. Und im Umgang mit meinen Mitmenschen, mit den Kollegen, wenn mehrere zugleich sprechen, muss ich ihnen auf den Mund schauen, um überhaupt etwas zu verstehen. Wo es möglich ist, sollte der Lärm schon bei seiner Entstehung eingedämmt werden. Beispielsweise durch Einkapseln einer Maschine. Lärm belastet das Gehör. Nur durch ausreichend lange Ruhephasen kann es sich wieder erholen. Deshalb ist es wichtig, sich nicht noch zusätzlich in der Freizeit Lärm auszusetzen. Zum Beispiel durch laute Musik aus dem Kopfhörer oder in der Diskothek. Bei der Arbeit gilt es, die persönlichen Gehörschutzmittel auch wirklich zu verwenden. Ohrstöpsel oder Kapseln. Es lohnt sich, in allen gefährdeten Bereichen die blauen Gebotszeichen ernst zu nehmen. Wegen meines Gehörschutzes bin ich schon oft belächelt worden. Aber ich denke an später. Ich möchte da auch noch gut hören.